Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Dogma im Stream. Ja, gegen die Banditen da oben will ich nicht antreten. Dann gehen wir lieber ein bisschen außen rum. Und genießen ein bisschen mehr die Aussicht, weil, oh mein Gott, kann es nicht wieder Tag werden? Warum haben wir eigentlich noch Nacht? Das ist echt nicht schön. Muntermyrte wird wahrscheinlich gegen Schlaf helfen. Ich weiß nicht, wie wir da die... Ah, im Käfig ist auch keiner. Wie wir... Da, oh, nicht schon wieder. Oh, wie hier überall Direwolves rumrennen. Man meint, hier gibt es keine anderen Viecher mehr. Mit der hackt Gerlinde kaputt. Das ist auch nicht so geil. Hör auf, an hier zu knabbern. Oh, Riftkristall. Den gehe ich mir holen. Lalala, dankeschön. Wir haben so viele Riftsplitter jetzt, dadurch, dass über eine Person von 15.000, nee, Theoretiker, der hat nicht so viel gebracht. 50.000 oder sowas. Das war cool, diese Feuerwand ist super, die kannst du öfter machen, Mädchen. Ich versuche dir auch die Viecher vom Leib zu halten, ein bisschen. Ja, guck mal, schön. Was das für einen schönen Schaden macht. Oh, 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 da kam aber wieder einer angesprungen. Komm schon, komm schon. Yes. Weißt du was? Pack das Vieh. Und runter mit dir. So, tschüss. Wieder einer weniger. Nein, nicht du! Komm her. Ich wollte ihn eigentlich die Klippe runterwerfen. Werfe ich jetzt einen Leichnam runter. Ist mir egal. Wow. Wow, wow, wow. Ich bin nur noch mittel belastet, das heißt, ich verbrauche mehr Ausdauer. Wo ist Selene? Wo ist Selene? Da ist Selene. Da ist Selene, okay, gut. Wo ist der Direwolf? Da unten. Pack den doch und schmeiß ihn die Klippe runter. Kann ja wohl nicht so schwer sein, habe ich auch gepackt. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich renne hier in die Truppe rein. Ja, herzlichen Glückwunsch. I'm about to be dead. Das ist nicht so geil. Alter, ist das übel. Oh, guck mal, wie viele das sind. Das ist so eklig. Wenn ich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen würde, dann würde ich hier nie durchkommen. Keine Chance. Wow, einfach nur krank. Aber hey, dafür gibt's Schattenwolfpelz ohne Ende. Selene? Selene lebt noch. Sie lebt noch. Oh, guck mal, wie schön Zorscher da drauf packt. Das ist voll gut. Wenn sie das doch nur öfter machen könnte. Yes! Tötet sie alle mit euren Feuerbällen. Das ist voll gut. Vielleicht sollte ich mir doch ein erstmal hier holen, nur damit wir hier überhaupt durchkommen. Heftig, ey, heftig. Wie sie jetzt voll überheblich sind, das ist voll schlimm. Strength in numbers, ja. Leider hatten die die Nummern auf ihr, die Zahlen auf ihrer Seite. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen irgendwo da hoch. Gott, wir müssen hier ganz hoch. Ich könnte eigentlich schon wieder speichern, ne? Einfach nur, weil der Kampf so eklig war. Bis bald, Blitzballfreak. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Und reingeschaut hast. So. Puh. Durchatmen, durchatmen. Und hoffen, dass hier einem nicht plötzlich eine irgendwas in den Weg springt. Irgendwas Großes, Zyklop oder so ein Quatsch. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Ne, wir müssen aber hier hoch, das ist richtig. Das ist richtig, wir sind hier richtig. Okay, kurz mal scouten. Da sind noch mehr Wölfe. Natürlich, was soll hier auch sonst rumlaufen in der Nacht? Kommt einfach mit, lass die Wölfe in Ruhe. Oh nein, wenn er die jetzt alle zusammenruft, ne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Bitte, Selene, folge mir auf dem Fuße.
Auf dem Fuße. Was zur Hölle? Nein, außerdem wird es wieder Tag. Es wird wieder Tag. Das heißt, es wird wieder ein bisschen schöner hier. Da hinten leuchtet was ganz stark. Okay. Apfel bringt Gesundheit. Deswegen nehmen wir den mit. Okay. Warum liegen die auf Särgen? Oder beziehungsweise, warum sind hier so viele Wölfe schon wieder? Ich habe keinen Bock auf Wolfies. Ich glaube, das ist aber die Quelle, die ich suche. Nicht die Quelle, die sie sucht. Vielleicht ist auch die sie suchen, nicht die ich suche, weil wir sind schon ziemlich weit oben. Die ich suche, ist glaube ich weiter unten. Ah, du Mistvieh! Hör auf, meinen Fuß anzuknabbern. Er ist nicht für dich zum Futtern. Heilen, heilen. Okay, wieder einer tot. Heil Zelen. Immer schön Zelen heilen. Das ist das Wichtigste hier. Ich werde schon überleben. Irgendwie. Oh, ist das heftig. Okay, Zelen folgt mir immerhin. Und Melinda wird zwar schon wieder gekillt, aber naja, ist okay. Oh, gleich haben wir sie. Komm, komm, komm. Wir werden stärker gegen die Wölfe, wie man merkt. Also wir halten ein bisschen besser Stand. Ich merke nichts davon, dass die cleverer sind als normale Wölfe, aber okay. Wir sind Stufe 20, das ist gut. Wow, das Kämpfen lohnt. Doch relativ schnell gestiegen dadurch jetzt, durch diese überstarken Gegner. Ich hoffe, wir sind bald bei dieser blöden Quelle, verdammt. Da oben ist eine Quelle. Ich weiß nicht, ob das die richtige ist. So, Ruhe ist, hier wird nicht mehr geheult. Hat sich ausgeheult. Ja, Sorcha nimmt sich einen Apfel, dankeschön. Den habe ich mir gerade runtergeschossen, weißt du? Viel Spaß, Lurker. Ist das jetzt die Quelle, die ich meine? Oder ich glaube, das ist die, ich meinte. Oh, nein, ist es nicht. Yay! Wow, die Escort. Okay. Yay! Und hier werden wir voll geheilt. Das ist so gut. Es ist aber eigentlich nicht die Quelle, die ich meinte. Da gibt es, glaube ich, noch eine. Ich glaube, zu Devil Queener dann irgendwann. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Quellwasser mitnehmen. Und hier werde ich auf jeden Fall einen Ziehstand hinlegen, weil, wow. Damit man hier ein bisschen farmen kann. Und guck mal, wie sie alle fleißig das Quellwasser füllen. Ah, ist das nicht super. Das ist wunderbar. So, und ich will den Zielstein liegen haben. Ja, übrigens ist Selene schon wieder weg. Oh, da unten ist eine Chimäre. Nett, gut zu wissen. Denn die wird man auch irgendwann mal jagen müssen, die Chimären. Wo ist mein Zielstein? Was ist das für ein Schwert? Rostiges Großschwert, hm, okay. Muss ich gleich mal gucken, ob der besser ist als meiner. Wo ist der Zielstein? Da. Yay, ein Zielkristall. Den können wir sogar wieder mitnehmen, wenn wir wollen. Ja, jetzt kann ich hier immer hin und her reisen, wenn ich will. Voll gut. Ja, und jetzt werden wir auch zu Witcher wechseln. In einer Sekunde. Ich will nur gerade noch ein bisschen Quellwasser auffüllen, Leute, weil das wird uns sehr, sehr helfen. Gibt es auch eine nette Szene in einer Art Whirlpool? Ha, Viridian, wozu kann ich mir denken, was das für eine Szene ist? Ausziehen und Gruppenbaden wie in Witcher. Oh mein Gott, schon. Ich glaube, ihr solltet, keine Ahnung, in Puff gehen oder so. Pornos anmachen. Hammer. Ja, ihr sagt immer, ich wäre so durchtrieben. Ihr habt nur keinen Vergleichswert, das ist alles. Ihr seid alle nur so nönnisch. Habe ich noch welche? Hab ich noch? Was, ich habe noch 17? Wow. Really?
Das dauert ganz schön lange. Ich mach damit mal 300 Flaschen voll, Leute. Witcher ist kein Porno, aha. Also Viridian, da gehen die Meinungen aber ganz weit auseinander. Zumindest meine und eure. Wie es scheint. Das Schöne am Quellwasser ist, das kann ich euch jetzt auch mal sagen, wenn einer das einnimmt, werden alle geheilt. Und das ist einfach nur genial. Deswegen ist es halt auch nützlich, dass die Vasallen welche haben. Also Flaschen mit Quellwasser. Wie viel habt ihr denn? Aha, wie viel Quellwasser hast du dir geholt? Du hast dir nur 10 Quellwasser geholt, das ist ja gar nichts. Oh, Mädchen. Egal. Kann ich noch? Ja, ich kann. Okay, so ein paar nehmen wir noch mit. Komm auf die dunkle Seite der PC-Spiele, nur weil die Kekse gehen. Sehr gut. Wie die echt nur 10 Stück mitnehmen? Oh Mann, das ist ja nix. Okay, aber... diesen wunderschönen Ausblick. Ah. So, wie lange haben wir noch? Noch 18 Minuten, da müssen wir noch was machen. Was ich dachte wäre, dass die... ja, ich glaube, hier unten ist auch nochmal so eine Heilquelle. Ich meine, die wäre auch noch eine. Ich hätte gar nicht so hoch gemusst. Na gut, doch, um sie abzuladen halt natürlich, aber... sonst hätte ich nicht so hier hingemusst. Was für einen Auftrag haben wir jetzt laufen? Ach so, Denkrahmen, okay. Ja, wisst ihr was? Wir sammeln jetzt. Wir gehen jetzt erst einmal... Moment, erst einmal will ich speichern. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und dann gehen wir erst einmal... ja, 18 Minuten Aussicht genießen ist ein bisschen viel. Erst einmal nutzen wir unseren Reisestein. Und gehen nach Grand Sorin. Und danach gehen wir wieder nach Cassadis zurück. Also ich will erstmal nach Grand Sorin, um gerade kurz schnell einzulagern und die Skills zu verteilen wieder. Ich will wieder ein paar Skills machen. Ja, dankeschön. Ich weiß, ich bin gerade damit gereist. Egal. Ja, ich will auf jeden Fall die, ja, auch noch ein paar Sachen halt einlagern, weil wir haben so viel Crap gerade bekommen, den ich jetzt nicht mit mir rumschleppen möchte. Und die Skills eben verteilen, weil wir haben ja neue Disziplinpunkte bekommen. Und da könnten wir vielleicht wieder ein bisschen was Gutes kaufen. Oh, du hast was Neues für uns. Hail, Fred. Been some time. Trust you've been well? But come, if it was idle twittering you'd wanted, you'd have sought a prettier bird than this old crow. Ja, du bist wohl so ein bisschen gay, habe ich so das Gefühl. Crows bring tidings, most oft grim. I bring you work. Still grim, I'm afraid. Well? Eine Kommilitonin von mir hat diese DVD mit Kaminfeuer, Viridian. Sehr entspannend. Salvation again, naturally. Now there's word of a man inside the castle. If that be true, he'll have need to leave the castle eventually to meet with the others. Das ist auch eine interessante Questline von ihm, meine ich. All I ask is that you keep watch. If you see someone leaving the castle, shadow them. I only have need of your eyes. Follow them and see what business has them out. I'll do the rest. Och, nee, bei so einem Spieleabend, Viridian, ist das sehr entspannt, das Kaminfeuer im Hintergrund. Fand ich super. Ich fand das klasse. Skulking about is more my line than yours, I know. Im Longplay auf YouTube, oder? Pray, lay your chivalry aside this once. Und wahrscheinlich auch noch schlecht aufgenommen von Super RTL oder so, morgens um 4 oder so, wo dann das ganze Zeit kam. But there's aught has me away from Grand Sorin for a time. Nothing for it, I fear. Tell your findings to the innkeep. We have an arrangement. Tread carefully, friend. And quietly, what's more. The life of a salesman surely has its own trials. Wir sollen jemanden beschatten. Das können wir tun. Erstmal will ich jetzt was verkaufen, warte mal. Me, I've iron and steel honed to an end. The master works all. Okay, wie viel kosten, wie viel können wir denn die ewigen kriegen wir für 0 Gold, großartig. Zielkristall 1 Gold, wow. Und die Reisesteine gerade mal 200 Gold, was zur Hölle. Okay, die werde ich einfach einlagern. Das lohnt ja mal überhaupt nicht. Ja. Und den Rest, die Sachen auf gar keinen Fall. Ich wollte nur mal gucken, ob man das... ah, warte. Nee, ich bin so doof. Ja, ja, Schnauze. Der nervt ein bisschen mit seinem Gequatsche da. Der labert nämlich immer denselben Satz. Kurzbogen. Gone. Rostiges Schwert.
Shotgun brauche ich auch nicht. Den Lederhaarreif, ja, den lassen wir nochmal. Kann von jedem getragen werden, ha. Huh? Der ist eigentlich ziemlich gut. Oh mein Gott, sieht der... Oh mein Gott, schaut euch das an. Soll ich damit rumlaufen? Das wäre doch mal heiß, oder? Obwohl, der ist sogar ziemlich gut. Der hat schöne Widerstände. Sonst habe ich nichts. Hast du irgendwas? Ja. Ganz viele saugfähige Lappen. Aber die können wir auch sonst irgendwo hin tun. Du hast auch Sachen eingesammelt, die wir wegtun müssen. Du hast ganz viel Quatsch vor allem. Grandiskraut. Ein tiefroter Ring. 16.000, aber der bringt was. Magischer hellrot funkelnder Ring erhöht den Widerstand gegen Feuer. Darf ich den echt verkaufen? Einer davon ist mir, okay. Nein. Gab nicht viel, aber immerhin ein bisschen Geld. So, Sorcha, was soll denn das? Warum hast du hier meinen Ring gebunkert? Übergeben an mich. Dankeschön. Ich habe nämlich nur einen, oder? Ich habe zwei. Einen, den ich nicht brauche. Und ich will den Ring des Schwertmeisters loswerden, weil den brauche ich gerade nicht. Yay, Feuerwiderstand, ho! Remember to save enough for lodging. This last grand sword. Have your pick. Ja, wenn ich die Fähigkeiten gemacht habe, dann werde ich auch noch mal rasten, damit sie wieder umschlingen. Damit sie natürlich wieder abgeloadet wird. Stehlen, stiehlt Gegenstände von überraschenden Gegnern oder solchen, die schlafen, blind sind oder von Verbündeten festgehalten werden. Naja, ob die so gute Gegenstände da fallen lassen, ist halt auch, sei mal dahingestellt, ne? Splitternder Pfeil schießt einen explosiven Pfeil ab, der kleine Geschosse über großes Gebiet verteilt. Das klingt geil. Den nehmen wir mit. Aber ungesehen, einfach so. Doppeltes Gewölbe, Vorwärtsrolle. Ach so, cool. Verbesserte Form. Dämpfung. Verringert den Rückstoß, wenn der Bogen abgefeuert wird. Okay. Oh, alles nicht. Ist alles Quatsch. Großes Auslösen. Ach, das ist dieses Wuff und Zünden. Ah, okay. Helmsplitterer. Umschlingen könnte man noch nehmen. Ja, und verbessern wir Umgarnen. Ist cool. Du lernst noch irgendwas Schönes? Hast du hier irgendwas? Eigentlich nur... Oh, fokussierter Blitz und magische Agenz. Magische Energiekugeln umgeben den Anwender, die angreifende Gegner abwehren, auch aus der Luft anwendbar. Das ist cool. Und fokussierender Blitz bündelt aktiven Zauber des Anwenders zu einer Explosion, die vom Boden und der Luft aus abgefeuert werden kann. Ist beides geil, aber die Agenz nehmen wir auf jeden Fall. Können wir hier noch irgendwas nehmen? Nein. Okay. Dunkle Nähe, ja, ist die Verbesserung der ganzen Buffs. Die halten, glaube ich, länger. Ja, wir wollen Sachen festhalten. Hä, die Agenz ist automatisch. Das ist ja cool. What will it be today? Nein, ich will weiter festlegen. Ich will mich bei mir noch was festlegen. Hier den. Den splitternden Pfeil will ich haben. Guter Mann. Helfen Sie mir aber auch mal bitte mit dem splitternden Pfeil. Okay, umschlingen ist in verbesserter Form da. Sehr geil. Jetzt können wir gerade noch ein bisschen was einlagern, bevor wir rasten, weil den ganzen Quatsch hier, was brauche ich denn mit? Alles Unsinn. Quellwasser. Davon lagern wir mal 19 ein. So, den ganzen Quack hier kann man auch weghauen. Wenn sie faulen oder sowas, ist mir egal, dann faulen sie halt. Die Kramse kommen weg, die kommt weg. Den Zielkristall will ich noch mitschleppen. Das kann... Nein, das kann alles weg. Dankeschön. Und der Kram kann auch weg. So, ich mitschleppen die ganze Zeit. Ich glaube, das Lederband ziehe ich wirklich noch an. Der Ring kann aber weg. Hast du noch irgendwas Wichtiges? Ja, ihr habt den Kram. Okay. Ne, die behältst du. Die kannst du auch behalten, die kommen weg. Reisestein, Sorcha hat da was. Du hast dort etwas. So. What will it be today? Have your pick. Any you like. What will it be today?
Gut, wir ruhen bis zum Morgen. Und dann können wir noch mal schnell nach Casades gehen und noch ein bisschen Steine Dings sammeln. Und dann machen wir Witcher. Gamma Cloud? Das klingt irgendwie so kalt, oh Gott. Mit einer Gamma-Riden-Wolke. Was zur Hölle? Ist aus Willow geflohen? Wieso Willow? Was ist Willow? Eine Serie? Der besten Fantasy-Film überhaupt, okay. Wenn der Film schon Weide heißt, aber können wir sich ja mal antun. Ich kenne ihn nicht. I, the inn offers a clean bed, but it deals in vocations and skills besides. I'll take that. Nein, was tut ihr da? Seid ihr bescheuert? Gebt mir sofort den ganzen Crap. Alter, ey, wie sie direkt schon wieder das Zeug verschwenden. Unglaublich. Nur weil ihr irgendwas seht, was ihr füllen könnt, solltet ihr das doch nicht machen. Das ist ja schlimmer als Kerle. Einlagern. Ich muss das offscreen, glaube ich, mal machen, dass ich dann einfach mal zu der Quelle gehe und mal so 100 von den Flaschen fülle oder sowas. Okay, haben wir hier noch was Neues? Eskorte. Was haben wir eigentlich bekommen? Oh, sorry, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Die Escort und wir haben bekommen... Acted as a reliable travel companion. Okay, also weil wir die Eskorte geschafft haben. Ich hoffe, das hört man jetzt im Mikro nicht unbedingt. Ja, haben wir jetzt noch diesen Perk in Anführungszeichen bekommen? Ne, egal. So, und ich will, dass ihr mir ganz schnell noch... Oh. Paradieshüte. Nice. Für alle Zeit mit einem Feuerzauber belegt. Ja, die war echt gut. Das ist aber schon eine echt High-Level-Dings hier gewesen. So, okay. Die anderen haben keins. Sehr gut. Dann Reisestein und ganz schnell nach Casades. Dann können wir nämlich einfach mal ein bisschen sammeln jetzt noch zum Abschluss. Weil das ist ganz okay. Ganz lustig. Gary MacLeod, John the Gammerit, nein? Nein, Leute, nein? Oh Mann. Okay. Wir müssen immer noch Hasen töten. Das sollten wir beim nächsten Mal unbedingt tun. Damit wir die Quest auch fertig haben. Und dann, ja, sind wir soweit ready. Für mehr Story und Krams. Obwohl mehr Krams eher, erstmal. So, und jetzt können wir uns nämlich angucken. Aufträge. Ja, genau, aus anderen Himmeln. Das ist da hinten. Warte, das war dumm. Aber wir könnten durch unseren Doppelsprung halt jetzt an viel bessere, also viel besser durch diese Sachen hier rum hüpfen. Schaut doch mal, das ist so krank. Und so unmöglich einfach. Also ich weiß, dass die erste hier lag. Da, wo ich schon stand. Irgendwie konnte ich die dann aber nicht aufnehmen. Mit Riftsplittern. Ja, man kriegt immer schön Riftbündel und ein bisschen Gold. Ist nicht wirklich toll, aber ist jetzt auch nicht wirklich schlecht. Schattenjagd. Geht ins Schloss und findet den Spitzel. Ah ja, genau. Das können wir nächstes Mal vielleicht mal machen. Vielleicht. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich will nämlich nicht, dass wir wieder irgendwas verpassen. Weil ich vor allem nicht mehr nachspielen würde jetzt so lang. Genau, wir sind da hinten. Okay, haben wir. Schwups. Hier ist richtig. Ja. Noch eine Medaille der Schwüre. Yay. Geht relativ fix, wie man sieht. Aber es gibt halt 100 Stück davon, ne? 100. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir die alle machen. Ich glaub's mal weniger. Vor allem, wenn man teilweise halt auch die Klassen wechseln muss. Manchmal braucht man diesen Doppelsprung. Manchmal braucht man vom Erzmagier irgendwie dieses Schweben. Oder vom Magier halt. Hui. Autsch. That hurt. Der fällt dann auch immer wie so ein nasser Sack auf den Boden, ne? Krass. Eine Mod? Ich nehme seinen Namen nicht an, unsere Kinder sind... What? Ja, John, was? What? Really, what? Was? Welches Game? Was für eine Mod? Was? Was redet ihr hier? Ich bin verwirrt. Macht mich fertig. Hier war, glaube ich, nichts drauf. Ah, doch, hier im Nest. Zap. I wonder what's inside. Ja, dann mach's doch auf, Mädchen.
Zap. Irgendwie Flammigla-Gedöns. Du bist doof, Junge. So, was haben wir noch? Den da. Wie kommen wir da jetzt hin? Also die ersten paar weiß ich sogar noch, aber... Also wo man die ungefähr findet, aber dann wird's eklig. Spiel so konzentriert, dass er nichts mitbekommt. Ja, ich sehe halt nur die Hälfte, es tut mir leid. Ich bin ja auch nicht so an Stream gewöhnt, dass ich jetzt alles mitbekommen würde oder so. Ja, ich will aber nicht beim Chief einbrechen. Also das sind nicht die Suchermedaillons, das sind schon Medaillen der Schwüre. Die kann man wahrscheinlich wirklich nur finden, wenn man die Quests auch hat. Okay. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ah, guck mal, noch ein kleines Geheimversteck. Das ist Eroberers. Seelenheil. Wolkenwein. Nur Crap. Alles nur Quatsch da drin. Wo ist denn diese Medaille jetzt? Da unten. Ein Grab. Ist hier nicht die Medaille? Ah, da. Yay. Auch immer noch schön versteckt, dass man sie nicht direkt findet. Wie gemein. Okay, was haben wir noch? Jetzt müssen wir da raus. Das ist schlecht. Ach, jetzt müssen wir da oben hin. Und mit den Banditen spielen. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Deswegen lassen wir das. Dann können wir hier runterspringen. Hui, hui. Ups. Wie schön man jetzt Schaden damit verhindern kann. Ne? Das ist richtig krass. Tja, ich nicht. Haha. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part auch hiermit. Wir haben die Medaillen der Schwüre gemacht und können hier im nächsten Part wieder anfangen und mit dem Stein reisen und so. Ja, mal gucken. Beziehungsweise dann erstmal uns neue Leute holen. Hallo. Denn die werden wir brauchen. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder als Let's Play Dragon's Dogma oder auch mal im Stream direkt live dabei oder so. Könnt ihr euch entscheiden. Sicher lustig. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Wir machen jetzt mit Witcher weiter. Yay!